über ihre letzte Patrouille. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. So, wir können hier irgendwo rumrangieren. Das ist einfach eine normale Patrouille nur. Denn da oben, Black Pit. Mutmaßliche Anzahl von Schiffen sehr groß. Ah ja, guck mal, das ist das neue, der Text. Der ist mir noch nie aufgefallen. Mutmaßliche Anzahl von Schiffen sehr groß. Gut, das ist auch die Hauptpassage hier. Das wäre gar nicht so verkehrt eigentlich, um Tonnage zu machen. Was ist jetzt der Unterschied? Ach, dass wir hier einfach mehr Tonnage machen müssen. Ja, dann machen wir das, glaube ich. Südliche Routen, da müssen wir wieder kontrollieren. Das ist dann... Aruba hätten wir vor ein bisschen postieren müssen. Die Milchkühe können wir tatsächlich im nächsten Streamer machen. Gibraltar und Bergen. Nee, da möchte ich nicht. Wir machen... ich denke mal hier, dass wir auch relativ schnell dort im Einsatzgebiet. Ich denke mal, wenn wir auch ordentlich Tonnage machen und dann ja, ein bisschen Spaß haben, ne? Gut. Black Pit. Da haben wir auch alles, ne? Haben wir alles, ja. Da ziehen wir einen ab. Kamerad Friend, Schumann, Maya Müller, wie sie alle heißen. Herr Kaloy. Ja, guck mal, Kamerad. Kamerad Ralf. Ralf, du bist auch da. Dann nehme ich nochmal einen rein mit. Ganz wichtiger Mann ist immer. Ja, Prien ist eigentlich unersetzbar. Snake habe ich ja mal drin hier. Morpheus muss ich mit reinnehmen hier. Kamerad Morpheus. So, den haben wir auch drin. Wir haben noch zwei Plätze, die wir nachher vergeben können. Drei. Sehr schön. Wenn er nicht will, können wir Bescheid geben. Nehmen wir alle mit hier. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Einsatzgebiet. Ist hier vorne. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann geht es auch los hier. Schneller, schneller! Das wäre mal. Da haben wir, wenn wir so ein. So ein Meeresspiegel hätten, ne? Total glatt. Was meint ihr, wie schön wir die Schiffe einlesen könnten? Auf euch gerne. Er könnte noch. Mein Darky noch rein, aber hier. Darky kann ich auch noch rein. Was ist er denn hier? Hat das richtig aufgeschrieben, ja. Kamerad Dart putzig, auch da anbaut. Sehr schön. Da siehst du, Morpheus, überall bekannt. Das ist doch schön. So, jetzt machen wir es weiter. Das ist aber seichtes Wasser, habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Das ist ja wieder eine Badewanne hier. Oder? Extrem ruhig, ne? Unbekannt übertragen. Okay, das ist jetzt interessant. Unbekannt ist mal gut. Sehr wohl, Herr Kaloy. Es wurden Flugzeuge. Wir wurden vom Flugzeug angegriffen und haben ernsthafte Schäden erlitten. Wir verfügen über keine Ersatzteile mehr. Alles klar, Kameraden, willkommen. Wo seid ihr? Da hinten, alles klar. Drei Tage haben wir Zeit, das sollten wir schaffen eigentlich, ne? Puh, so müde. Wir werden auch direkt einen Kurs aufnehmen. Na, das können wir uns anhören hier mal. Konvoi, das ist gut. Oh, das ist ein großer Konvoi. Eieiei, 73. 73-0. Alles klar. Das ist jetzt cool, wenn man da gleich mal rangeht. Warte mal, vielleicht können wir es gleich sehen, wenn er am Posten ist.
Jetzt krabbelt der gute Mann hier hoch. Ist er gleich am Posten. Wenn er jetzt gleich mal rausluschert. Hat man auch diese Wassertropfen hier drauf. Ne? Das sieht schon cool aus. Das haben wir schon gemacht. Auf Seerohrtiefe. So, jetzt muss ich mal schauen. Ach so, macht man das jetzt hier. Das ist jetzt auch neu. Das haben sie cool gemacht, ne? Also das ist authentisch, ne? Du entrostest schon mal die Adel, das ist gut. Dass man die Wassertropfen jetzt aufhört. Ich finde das sehr gut gemacht. Das ist realistisch. Das haben sie gut gemacht, die Jungs. Okay, so, wir fahren noch ein Stückchen entgegen. Und Kamerad Snake. Jawohl, Herr Kaloy. Auf Seerohrtiefe. So. Legen Sie den Kurs an. Jawohl, Herr Kaloy. Wir bleiben erstmal tatsächlich hier. Hauptruder auf 0. Auf diese Koordinaten setzen. Maschinenstopp. Ei, ei, Herr Kaloy. Tiefensteuerung. Jawohl. Ja, man sieht das. Er macht gar nichts. Herr Kaloy? Er schläft wieder. Der Ralf schläft. Das ist unglaublich. Immer schläft er. Zu Befehl. Na gut, das passt alles, Ralf. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. So, jetzt warten wir hier. Wir verharren die Dinge. Wir speichern nochmal ab. Wir haben noch 2 Tage und 4 Stunden. Das sollten wir locker schaffen. Und werden auch gleich den Schnorchel einfahren. Das war jetzt. Wechseln auf E-Motor. Geht auf blaues Licht. Kreiselkompass ausschalten. Fuhrt sich aus. Zu Befehl. Ich kann aber schon mal anfangen, nochmal die Torpedos frisch zu machen. Und Snake. Kapitän. Ei, ei, Herr Kaloy. Gib mir nochmal 2 Kaffee. So, ich nehme auch nochmal 1 Kaffee. Tiefensteuerung ist besetzt. Ja, alles gut. Alles gut. So, das sieht stabil aus. Oder relativ stabil. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, da haben wir jetzt keine Zeit für. Da kommt der Konvoi. Wir speichern noch einmal. So. Jetzt geht's los. So, wo ist denn die erste Rauffahne? Ich sehe noch nichts. War der nicht so heißen? Da kommt das erste Schiff. Das ist hier vorne. Aber hier kommt auch eins. Das heißt, das äußerste Schiff kommt direkt auf uns zu. Das wäre so ein kleiner Spatzenkutter. Jo. Kleine Fahrt zurück. Das wird mich nicht das letzte Schiff sein. Die Meldung des Tages. Ach ja, ab 18 Uhr geht das los. Ja, das macht normal immer der Janni. Ich weiß, aber der ist heute, glaube ich, gar nicht da. Stopp. Schneller. So, dann warten wir mal. Oh, da kommen die nächsten Schiffe rein. Relativ dicht sogar. Den würden wir schon eher mitnehmen, ne? Da ist einer, aber da vorne, schaut mal, neben den da vorne ist auch einer und das sind nicht wir. Das heißt,
Es hat relativ viele hier, ne? Man sieht das. Guck mal, hier sieht man, dass das ist jetzt auch neu, dass man das auf der Karte sieht. Noch sind das neutrale Schiffe, also graue Schiffe, bis er sie als feindlich deklariert hat. Und da hinten zeigt er die eine Mission noch. Das sind alles grau. Und hier hat er die Schraubengeräusche noch wahrgenommen. Aber man kann, das sehe ich auch gar nicht. Ist das auf Null noch? Ne, jetzt. Kurs setzen. Wir fahren aber noch mal ein Stückchen zurück. So, wie weit sind wir von dem Tanker da oben? Guck mal, da ist ja auch noch einer. Ach, das sind ganz viele. Das geht eigentlich noch. Den Tanker können wir nehmen, ne? Die Aale zucken schon. Wir müssen aber sehen, was hier vorne kommt, lieber Ralf. Weil... das ist die äußerste Grenze vom Konvoi. Ich glaube, das ist ja tatsächlich das hier, wo wir, was wir jetzt gerade sehen. Den hier vorne, guck mal, das sehen wir. Das ist der Tanker. Also kommt hier auch noch was. Aber wir messen den schon mal ein. Das können wir sehr gerne machen. Das ist der hier, ne? Ja. Der ist bei 72. Wird eine Geschwindigkeit von 13, so denke ich mir mal. Und damit muss ich mal zurechtkommen jetzt hier mit dem Ding hier. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. Ja, was haben wir schon gedacht, dass ein Zerstörer dabei ist? Man kann das auch beschleunigen, wenn man, glaube ich, ihr Schiff über Song drückt, aber wenn man das ein paar Mal macht, dann öffnet sich irgendwie komischerweise ein Tankerfrachter zerstört. Guck mal, das hat er jetzt hier schon drin. Öffnet sich teilweise dann irgendwie so ein Menü auf Windows, deshalb lasse ich das. So, wo sind denn die Schiffchen? Die müssen wir schon links von uns sehen hier, oder? Wir sind noch zu weit weg. Jo. Ist das der äußerste Zerstörer? Das wäre, beziehungsweise, das wäre mal interessant, ne? Ist das der Zerstörer? Kann ich noch nicht anklicken, schade. Das Schiff hier vorne haben wir jetzt angeklickt. Welches ist das? Das ist der Tanker. Ich fahre mal ein Stück vor. Ich will unbedingt den Tanker haben. Wir müssen ungefähr 1,5 Kilometer davon abbleiben. Damit er uns nicht ortet. Schneller, schneller! Oh, da kommt noch ein schwerer Kreuzer. Zerstörer auf 10 Uhr. Maschinenstopp. So, schauen wir uns mal das an hier. Das ist ein Kreuzer. Aber die Aufmerksamkeit gilt dem hier. Seht ihn endlich. Ah, das ist jetzt cool, wenn die Wellen dagegen schlagen, dass man dann immer die Tropfen dran hat. Das ist schon gut. Das ist der. Den wollen wir nicht haben. Wir wollen den Tanker haben. Das ist der Kleine. Guck mal, das ist auch ein bisschen neu hier, ne? So, dann lesen wir das mal ein. Mal gucken, was wir hier reinbekommen. Gleich mal ganz kurz Pause hier. Ach, das ist der kleine Scheiße, den will ich ja gar nicht haben hier. Warte mal. Ich will den dahinter haben. So, den Tanker. Den zeige ich auch als Tanker an. So, was für einen Tanker haben wir denn da? /360°, ja. Warte mal, jetzt geht das los. Kalle, hier, Kalle ist hier. Ralf. Erstmal muss ich schauen, was für einen Tanker wir hier haben.
Die Masten da vorne und diese komische Brücke in der Mitte. Das müsste auch der sein hier, ne? Stehketten hat er nicht. Der hat nur die beiden nach vorne ausgelegt. Sieht eh klasse, ne? Kannst du gerade so schlecht sehen. Ich sag mal, D-Klasse, passt das? Entfernung kann ich überhaupt nicht so bekommen. 13 nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Und ja, wir schauen uns mal an, ob das tatsächlich die D-Klasse ist. Aber ich meine ja, hinten der ganze Aufbau hier vorne. Könnte sein, ne? Ich denke mal auch. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann noch die Entfernung. Ach, den Tiefgang haben wir noch. Brauchen wir noch den Tiefgang. Gehen wir auf 9 Meter. Jo. Ja, 9 Meter ist gut. 9 Meter ist gut. Auf 4,8. Rohr 1, bewässern. Magnetisch. Rohr 2, bewässern. Jetzt habe ich gesagt, 8, ne? Rohr 2, fertig. Streuung, 30 Meter ist auch gut. Ich hoffe, wir kommen durch. Nicht, dass wir irgendwo hängen bleiben. Ja. Ja, das stimmt. Los! Wo habt ihr denn? Ja. So, die Aale sind raus. Wir müssen hier zwischendurch kommen. Ansonsten bleiben wir bei denen hängen hier. Ah, da ist ein Flugzeugträger noch bei. Und jetzt ist der Konvoi aufgewühlt. Seht ihr das? Jetzt haben wir eine ganz andere Geschwindigkeit. Ach, ist das blöd. Weil hier dieses blöde deutsche U-Boot. Komm, greift ihn auch wieder an. Der Torpedo ist auf. Ja, jetzt treffen wir irgendwas anderes, aber nicht das, was wir wollen. Fecht ihn hier vorne. Oh, guck mal, der eine ist selbst detoniert. Habt ihr das gesehen? Der ist explodiert, der eine. Flugzeuge sind oben. Na gut, das kann auch nichts werden jetzt, ne? Oh Mann, oh Mann. Ich hole schnell was zwei neue. Ja, jetzt haben wir tatsächlich das Problem hier. Nee, du gehst auf den Flugzeugträger drauf. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Wir werden mal ein bisschen runtergehen. Nicht nur, dass die Flugzeuge uns gleich noch erwischen. Sehen wir uns da oben? Beziehungsweise sehen wir uns. Ja. Da ist der Flugzeugträger, da müssen wir ran. Nützt nichts. Das gibt es nicht. Danke dafür. Oh, da ist noch ein deutsches U-Boot. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Angriffsbefehl für dieses Ziel übermitteln. Das ist ja blöd für uns. Oh Mann, ey. So, wir. Legen Sie den Kurs an. Kleine Fahrt, gehen schneller, aber. Schneller.
auf 20 Meter runter. 20 Meter. Wasserbomben. Wasserbomben. Das Gute ist, die greifen uns jetzt nicht an. Ja, wir machen halbe Fahrt. Wir müssen ran jetzt hier. Wasserbomben. Rohr 1 geladen. Wasserbomben. 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 Rohr 2 geladen. Wasserbomben. Wir holen es den jetzt hier. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Außer er gibt jetzt hier wieder Vollschub. Das mache ich auch gerne. 71 geben wir ein. Aber wir müssen näher ran. Wasserbomben. Genau, jetzt fährt er mich ganz schnell. Wasserbomben. Guck mal, wie schnell er wird, aber mal. Wasserbomben. Oh, jetzt ist er langsam, das ist gut. Jetzt wird er langsam. Legen Sie den Kurs an. Gehen auf Zero-Tiefe. Auf Zero-Tiefe. Ja, hol dir mal lieber 5 neue. Genau, jetzt kann ich euch das zeigen. Jetzt hat er das nämlich hier so. Schiffe, die wir als feindlich eingestuft haben, wird jetzt rot eingestuft. Aber schade ist eigentlich, dass man sie nicht anklicken kann. Das wäre noch der Hammer, dass sie dann hier aufleuchten. So Nahwellen, Herr Kalor. Ja, so Nahwellen. Ich weiß, die wollen uns anpeilen. Das wissen wir ja schon leider. So. Irgendwo ist hier der blöde Flugzeugträger. Da ist er doch, ne? Nicht, wo wir haben, mein Freund. Sonarwellen, Herr Kaloy. Was ist denn die Kiste jetzt hier? Sonarwellen, Herr Kaloy. Wie soll ich hier auf was einmessen, doch? Also was, wir machen was anders. Das dauert ja zu lange. Das dauert ja zu lange. Die Frage ist, gibt er gleich Vollgas oder nicht Vollgas? Legen Sie den Kurs an. So, jetzt schauen wir mal. Wasserbomben. Das Schöne ist, die U-Boote lenken jetzt die Jungs da hinten ab. Das ist jetzt unsere Chance. So, jetzt nochmal. Der steht, ne? Der bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht, ne? Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen. Der bewegt sich. Vermutlich ein Geleitzug. Wasserbomben. Wasserbomben. Ich würde sagen, der fährt 5 oder 6 irgendwie. Wasserbomben. Hauptsache Flugzeuge erwischen uns nicht. Wir sind gleich schnell, ja. Mal schauen, wenn wir die Hälfte des Schiffes haben. Ich habe Angst über die Flugzeuge jetzt. Da sind 10 Flugzeuge im Umlauf. Daumen drücken. Ha, Darky, du bist auch an Bord. Wenning ist auch mit runter. 15, der fährt 7. Guck mal, die Hälfte, hier ist ungefähr die Hälfte vom Schiff. Stopp das mal. So, raus hier. Die Entfernung ist jetzt wichtig. 700. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 auch jetzt ist der Aufschlagszünder. Lass mir jetzt drin. Rohr 1 bewässert. Ey, warte mal ganz kurz. Rohr 2 fertig. Wir machen noch mal ganz kurz. Was für ein Tiefgang hat der Kollege?
7 Meter. Dann machen wir 57. Pulse-Speed. 30 Meter. Magnet. So. Feuer. Los! 40 Sekunden. 30 Sekunden. Ne. Wasserbomben. Die gehen ins Leere. Das sehe ich jetzt schon. Der wird jetzt schneller. Guck mal, jetzt, die explodiert selber. Boah, echt jetzt? Das ist der zweite Torpedo, der heute selber explodiert, ne? Doch, jetzt, der kommt gut jetzt. Der kommt gut. Jetzt darf es natürlich kein Torpedoversager sein, ne? Also der zweite Torpedo, der heute schon explodiert. Habt ihr das gesehen? Oh, das war gar nicht so schlecht. Schwere Schäden am Rumpf. Ja. Der war nicht schlecht. Mit Glück reicht das sogar schon. Wasserbomben. Wasserbomben. Aber der zweite Torpedoversager, ne? Das ist interessant. Also, besser als Versager, dass er explodiert ist. Hat die früher so in dem Ausmaß auch noch nicht. So, warte mal. Das sinkt aber auch langsam, ne? Der sinkt ja fast gar nicht, der Junge. Wir gleiten ja mal. Diese Koordinaten setzen. Da ist ein Flugzeug, das sucht da hinten. Ich denke mal, einen können wir noch mal raushauen, wa? Rohr 3, bewässern! Rohr 3, bewässert! Was haben wir hier? 600 Meter knapp. Na, ich gebe ihn lieber nochmal ein. Oder? Na gut, wir warten nochmal. Nee, ich will immer nur mehr sicher gehen. 500. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 500 sollte doch passen. Hat ja schon ordentlich Schlagseite, ne? 10 Sekunden bis Einschlag. Ah, warte, ich hätte ihn tiefer stellen müssen. Mit Pech. Ah, jetzt ist er vorbei. Ich dachte schon, weil ich den Magnet schon eingestellt hatte, der aber natürlich ja schon bestimmt 8 Meter gesunken ist, hätte ich eigentlich viel tiefer gehen müssen mit dem Magnetzünder, aber das hat jetzt gereicht. Den haben wir. Der dreht jetzt ab, das ist gut. Wir wenden uns jetzt dem den Kreuzer nochmal zu. Wasserbomben auf Seerohrtiefe. Wasserbomben. So, was haben wir hier? Hier und 70, machen wir 75. Geschwindigkeit, das wird jetzt lustig, ne? Alles gut. Alles gut. So, entweder schieße ich jetzt hier auf blauen Dunst. Aber warte mal. Müssen wir den Kreuzer mal einlesen hier. Und das ist
ein Schiff. Dido-Klasse. Was für ein Tiefgang hat die Dido-Klasse? Mach mal 55. Auf Seerohrtiefe. Fährt der? Der fährt da. Guck mal, wie langsam der ist. Boah, da machen wir was anderes. Das machen wir manuell. Rohr 1, bewässern! Rohr 1, bewässert! Jo. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Könnte was werden? 10 Sekunden bis Einschlag. Kommt gut rein. Volltreppe. Das war ein Volltreffer, wenn es. Da ist das Loch. Oh, jetzt schießen sie aus allen Ecken. Jetzt geben sie mal alles hier. Einmal haben sie noch geschossen. Haben sie mich getroffen? Ich hoffe nicht. Einmal haben sie, habt ihr es gesehen? Einmal hat sie nochmal geschossen hier. Die Geschütze sind doch komplett gleich zur Seite gegangen hier. Die beiden. Aber das war's. Da haben wir den Kreuzer versenkt. Blattschuss. Da unten ist das Loch. Ganzen Unterboden aufgerissen. Da haben wir auch gut gemacht, Menes. Guck mal hier, explodiert noch alles. Das war gut. Sehr zufriedenstellend, würde ich sagen. War cool, ne? Sieht man hier das Loch tatsächlich. Das ist cool. Siegfried, mein Freund, grüß dich. Ja, wir haben gerade, wir wollten eigentlich ursprünglich einen Tanker versenken. Da wurde der Konvoi aufgescheucht vor zwei... Oh, Funkspruch vom Feind entdeckt. Das ist auch interessant. Wo wir tatsächlich von zwei... Wieso kann ich den nicht abfangen? Oh, Kommandant, der Feind hat einen Alarm ausgelöst und es ist wahrscheinlich, dass sie unsere Funkübertragung entdeckt haben. Ich funke doch gar nicht. Doch, ich funke. Stopp. Stopp, 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 stopp. Abbrechen. Genau, und dann wurde der Konvoi aufgescheucht und unsere beiden Torpedos gingen natürlich ins Leere und dann haben wir uns an Flugzeugträger und an schweren Kreuzer begangen. Nächster, bitte. So, die beiden haben wir. Wir werden jetzt hier hinten den Tanker verfolgen. Hier, Siki ist neu hier. Dieser Effekt, dieser Wettereffekt. Haben sie neu gemacht. Sieht wirklich toll aus. Und wir versuchen hier rauszubrechen. Setzen nochmal mit Kamerad Kurzig, der sich bis dato nicht viel bewegt hat heute. Zu Befehl. Der haut nochmal hinten die. Das Blubberbläschen raus. Wir geben äußerste Kraft, gehen auf schneller, schneller. 20 runter Kurs auf und ziehen hier einmal so raus. Mal gucken, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir mindern die Geschwindigkeit. Große Farb, gehen nochmal um 30, auf, beziehungsweise auf 30 runter. Gehen auf 50 runter. Und gehen komplett runter auf Leinefahrt. Moin Jan, ja schön, dass du da bist, Jan. Grüß dich. Guck mal, kaum kommst du, gehen sie alle wieder, Jan. Und wir haben tatsächlich die ganze Zeit, eine Zeit lang 16 Leute hier. Das war wirklich schön. Da haben wir die neue Mission mal angespielt. Aber die neue Mission war tatsächlich nur
Begleitschutz. Wenn nicht, kein Feindkontakt, gar nichts. Rohr 1 geladen. So, jetzt haben wir noch einen Bonschi raus. Oh, da kurz. Guck mal, da ist er wieder. Nicht belastbar. Guckt hinten aus dem Rohr raus. Ich kann nicht mehr. Schweißgebadet, der Junge. Jawohl. Aber das kann er. So, äußerste Kraft nochmal. Und dann verringern wir die Tiefe nochmal auf 55 Meter. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Da sehe ich jetzt nicht. Kann sein, dass wir ein paar Bob auf den Kopf bekommen. Nö. Also mit Glück haben wir sie ja zu abgelenkt mit unseren 2, 3 ja, Hubbels sage ich immer ganz schön. Deutsche U-Boot, können wir hier reinfahren? Ein bisschen ablenken, Jungs. Damit wir Zeit haben, den Konvoi hier abzufangen da hinten. Genau, du greifst jetzt mal dieses Schiff hier an. Aber er lässt sich nicht. Legen Sie den Kurs an! Schneller, schneller! Komm, du musst mir ein bisschen helfen, mein Freund hier. Komm. Können wir zu tief hier? Ja. Eine Wasserbaumbombe auf dem Kopf haben. Ja, die Lunge jetzt. Ich hoffe, dass das U-Boot gleich kommt und uns ein bisschen unterstützt, dass wir da rauskommen. Eigentlich war mein Plan, immer wenn ich einrichten kann. Okay. Nein, du darfst natürlich bleiben, Jan. Ich freue mich immer, wenn du da bist, mein Freund. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Da werde ich auch, glaube ich, Liga halbe Fahrt rückwärts machen. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Stopp. Schneller, schneller! So, lenk sie mal ab, mein Freund. Lenk sie ab. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. 80. Anderes Befehl für dieses Ziel übermitteln. Ja, da müssen wir jetzt rauskommen, natürlich. Ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hätte lieber Vollgas nachgesetzt. Jetzt hoffe ich ja, dass er uns ein bisschen hier unterstützt, der Kollege. Kapitän. Snake holt sich nochmal 3 Kappa. Zu Befehl. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Gut, jetzt ist das deutsche U-Boot da. Das ist gut. Der lenkt uns vielleicht ein bisschen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Anders Befehl für dieses Ziel übermitteln. Da muss jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir äußerste Kraft nochmal gehen. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Aber keine Wasserbomben. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ich glaube, die haben auch keine Wasserbomben mehr. Anders Befehl für dieses Ziel übermitteln. So, kleine Fahrt. Und Ralf macht mal kurz Pause. So ein bisschen Ruhe haben an Bord hier. Oh, da hat er nur ein Torpedo rausgejagt. Aber es ist gut. Danke, dass er jetzt da oben ein bisschen Action ist. Er trifft ja gar nichts. Außer uns vielleicht hier. Äußerste Kraft. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Wo ist der Konvoi? Da hätten wir so hin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gehen aufs Seerohr. Auf Seerohrtiefe gehen. Und das sieht gut aus. Der Feind ist auch weit weg. Wir machen mal kurz den Schnorchel. Normale Beleuchtung, Kreise, Kompass an.
und geben Gas, damit wir die einholen. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Willst du das mitmachen? Vermutlich wir tauchen Reizung. Auf. Wie schnell sind die? 19. Wir tauchen auf. Tanks anblasen. Voll AK und holen uns die mit der 8-8er. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da keiner dabei war, der ein Bordgeschütz hatte. Ist Jan jetzt wieder weg? Nee, ich hoffe nicht. Jan, wie ist denn jetzt das Spiel, was ich dir mal gegeben hatte? Dieses Aftermath. Ist das, lohnt sich das? Morpheus hat ja auch jetzt ein Spiel bekommen, letztens bei Dufty im Stream. Da hat er sich Vortex ausgesucht. Das habe ich heute Morgen ja gestreamt. Das werde ich vielleicht nachher, wenn wir hier durch sind, auch nochmal ein, zwei Stündchen streamen. Lass mich die. Ne, du kannst das leider nicht, weil du nur Ingenieur bist. Das kann Morpheus kann das heute übernehmen. Du darfst leider ja, einfach nur Torpedos machen. So, Kompressor aktivieren. Blitzbomben. Dark Putzig. Ne, Morpheus. Ich benutze das MG. Und Morpheus geht an die. Ne, warte, eigentlich ist das doof. Ich muss an die Achter gehen. Morpheus geht ans MG, weil ich hier einen Mann mehr haben kann zum Nachladen. Das ist effektiver. Und dann gehen wir Vollgas hier. Und holen uns die letzten 3-4 Schiffe da an. Gut. 8-8 ist besetzt, das ist gut. Und Morpheus weiß nicht. Da kommt er. Guck mal, ganz gemütlich kommt er rausgeschlendert. Moin, Männers. Alles klar. So, er hat den Auftrag. Feindliche Schiffe beschießen, Rückraum absichern. Shane, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du nochmal reinschaust. Ja, Shane, auch für dich. Wir hatten vorhin die neue Mission gespielt im Mittelmeer, Gleitschutz. Ich hatte eigentlich gehofft, dass uns ein paar Schiffe angreifen werden, aber wir haben den deutschen Konvoi begleitet und wir hatten tatsächlich keinen einzigen Feindkontakt. Aber es war mal eine Erfahrung wert. Das erste Mal ist die Mission fehlgeschlagen. Ich schätze mal, weil wir uns so weit entfernt hatten von Konvoi, wobei der BDU immer gesagt hat, wir müssen uns entfernen von Konvoi, damit wir ein bisschen besseres Horchergebnis haben. Ja, die haben wir schon hinter uns. War mal interessant. Aber ich weiß, ich hatte sie letztens ausgetestet und da hatte ich tatsächlich gleich Feindkontakt und da haben die beiden Zerstörer sich gegenseitig bekämpft und der deutsche Zerstörer hat den Kürzeren gezogen. So, jetzt haben wir gleich den Kontakt, hoffe ich. Die beiden oder die Zerstörer sind auch da hinten alle im Gange. Wir werden auch mit voll AK hier weiterfahren. Das heißt, Ralf übernimmt die Diesel. Zieht die einen Mann hier ab. Damit wir weiterhin voll AK fahren können. Alarm! Auf Gefechtsstation! Sehr wohl, Herr Kaloy. Den müssen wir abziehen hier. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, genau. Erstfeindliches Schiff. Da werden wir den Konvoi mal auseinanderschießen. Da war nämlich noch ein Tanker dabei und den wollen wir uns holen. Gerade als wir die Torpedos abgeschossen hatten, wurde der Konvoi aufgeschreckt von 2 deutschen U-Booten. Ja, dann gingen die ersten Torpedos natürlich ins Leere. Dann konnten wir einen Flugzeugträger und ein Kreuzer aufknüpfen. Und dann war es auch schon geschehen. So, jetzt sind wir hier. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen näher ran. Da ist der Tanker, ne? Ja. Den holen wir uns natürlich auch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu wenig Kontakt. Ja, da war tatsächlich überhaupt kein Kontakt beim Gleitschutz. Ich hatte mir mehr davon versprochen. War aber immer interessant, das mal zu spielen. Auf jeden Fall. Der gute alte Diesel. Die hätten damals mal die deutschen Panzer auch auf Diesel umstellen sollen und nicht auf Benzin.
wir das richtige Schiff hier drin? Das ist das. So, geht da in die Mitte nochmal rein. Ach, der hat die HE-Munition, deshalb. Wir noch mal kurz um. Nee, die Häfen sind tatsächlich nicht original. Stand tatsächlich aber zuletzt in dem Patch nur so drin. Das Einzige, was sie neu haben, kann ich dir nochmal zeigen. Wenn ich jetzt unter Wasser gehe, dieses Wassergeräusch ist neu und die Wassertropfen, siehst du das? Die sind neu. Das hast du auch auf dem Periskop. Denn eine neue Mission mit den Gleitzügen ist neu. Ein neuer Schiffstyp, das ist denn ein deutscher Zerstörer. Aber ich denke mal, das war auch noch nicht der ganze Patch, weil die haben das vor Weihnachten als kleines Geschenk rausgeknallt. Ich denke mal, da kommt noch was. Ja, auf jeden Fall. Es gibt also ist, was noch aufgewertet worden ist, wenn das Schiff, sag ich jetzt mal, vorgeflogen ist, dann hast du jetzt immer so eine Wasserwelle. Aber das haben sie noch nicht so ganz gut umgesetzt. Ich glaube, da wird nochmal nachgebessert. Da war nicht gut. Man darf auch nicht vergessen, das Spiel spielt nur auf Hochauflösung. Also da ist noch tatsächlich noch ein Grad von der Qualität höher. So, das Schiff sinkt hoffentlich. Ich denke mal, es brennt runter, wa? Mal gucken, einen kriegt er noch zum Abschluss her. So, das war's. Dann haben wir den da vorne. Das ist der Tanker. Ne? Das ist der Tanker. Da wollen wir jetzt hin. Legen Sie den Kurs an. Wir haben ihn. Sie sinken. Irgendeiner hat auf uns geschossen. Von wo? Der hat Beschuss an hierfür. Okay. Da können wir mal mit der HE-Munition mal probieren, ob wir da noch eine Explosion rausgekitzelt bekommen. Bei dem Wettergeschütz. Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwann so machen, dass es, wenn die Wellen zu hoch ist, dass man nicht rausgehen kann oder dass vielleicht Verletzungen kommen, weil keiner geht ja bei den Wellen raus freiwillig und schießt mit der 8-8 herum. Außer wir. Ich hoffe, dass das noch explodiert hier. Warte mal. Wir müssen jetzt mal ein bisschen abdrehen hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nicht, dass der Pott gleich noch explodiert hier. Feuer an Deck. Oh. Jetzt kriegen wir vielleicht noch gleich eine Explosion. Da bin ich mal gespannt. Nicht, dass wir gleich noch Schaden bekommen. Ich speichere lieber mal ab hier. Warte mal. Ja, der Diesel, das ist sicher da. Das ist auch kuschelig warm jetzt. Wo ist das Feuer denn? So, ich dachte, wir kriegen noch eine Explosion hier zu sehen. Schade. Jetzt ruckelt das aber noch, ne? Obwohl ich von der Auslastung her das eigentlich nicht passen kann. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und dieses, was dieses Rauschen, dieses eben, das ist tatsächlich, wenn das Schiff immer ein bisschen unter Wasser geht. Das ist auch ein bisschen nervig, aber gut. Wir wollen uns nicht beschweren. So, jetzt sind wir nochmal durch. Oder auch nicht.
Sehr schön. Den haben wir. So, jetzt haben wir noch die drei hier. Der braucht zwei Schuss. Der genauso. Was ist das für eine? Das ist ein Empire-Class. Die braucht ein paar Schuss mehr. Ups, da war ich. Erster Treffer. Der war ein bisschen kurz. Zweiter Treffer. Wie sieht's aus? Noch nicht viel. Mach mal eine langsame Fahrt. Jetzt ein bisschen ruhiger das Schiff. Ein Schuss noch, dann soll der kaputt sein. Oh, der war kurz. Oder? Nee, das hat gereicht. So, hab letztens NDR-Doku zu U31 gesehen. Die hat auch ihren Spaß. Nicht? Oh, die hat es umeinander gehauen. Ach. Wir hatten vorhin auch ein Video gesehen. Phasenweise sehr gut, aber dann hat er irgendwie komische Videoanimationen oder Sounds reingebracht, das war wieder blöd. Ich habe tatsächlich noch eine kleine 10-minütige, glaube ich, von Terra X. Die haben sie eigentlich ziemlich gut gemacht. Die können wir uns das nächste Mal anschauen, wenn ihr Bock habt. Bier des Tages hatten wir heute auch gehabt. Ach guck, da singt er schon. Okay, dann nehmen wir uns den nächsten vor. Da steuern wir ein bisschen näher ran. Kurs setzen. Halbe Fahrt, sollte reichen, oder? Genau, wir gucken nochmal hier. Der Kahn, der sinkt jetzt auch. Die können auch nicht viel ab, die haben auch nicht viel Puderregisterton. Hier seht ihr die ganzen Einschläge. Mann, kann man sogar schon halb durchgucken hier. Höhlenbruch, sie sinken. Ja, war abzuwarten, ne? So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Also es gibt wirklich gute Dokus auf YouTube, sehe ich auch mal ganz oft welche, aber die gehen alle immer so 30, 40 Minuten und das möchte ich euch ungern antun. Die 18 Minuten heute, die waren schon ein bisschen lang, muss ich sagen. So 5 Minuten ist mir ganz optimal, glaube ich. Aber das kriegst du meistens gar nicht so hin. So, war zu kurz. Muss man näher ran. Gesessen. Legen Sie den Kurs an. Aber warum schießt er denn überhaupt nicht? Kriegen wir es mal an hier. Ja, Morphboys, was ich dir fragen wollte, hast du jetzt dein Wortwitz schon mal ausprobiert? So. Ja, den haben wir jetzt auch. Den Hand noch einen reinzugeben. Ah, wir verlieren es gerade. Jetzt gerade schon C hier, ne?
Priorität gesessen. Nicht, dass wir noch zu nah rankommen hier. Wo er auf einmal nach links zieht. Ich habe nämlich die Einstellung, dass wir ja, auch Schaden bekommen, wenn wir mit dem Schiff kollidieren. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, jetzt geht er ordentlich runter. Und so, gleich voll saufen hier. Können wir hier nochmal machen mit Morpheus? Schön mit der Fehlingsflak hier. Ja, alles klar. Ja, war ja auch bei den Tagen und sowas, ne? Ja, ich freue mich ja tatsächlich. Ich habe ja beim Duffy letztens den Geier gewonnen. In der Auslosung. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wenn der hier kommt. Wie das Ding aussieht hier. So, der ist weg, der ist weg, der. Dann holen wir uns den nochmal schnell. Schmeißen wir schnell nochmal. Ach, die Leute nehmen wir mit an Bord, bevor die ertrinken hier. Das war kein Offizier, aber was soll's. Ach, guck mal. Jetzt schießt er hier. Jetzt schießt er. Den wir mit dem versenkt haben, ganz gut Bruder-Registerton noch mitgenommen hier. Der war zu flach. War, ich bin auch mal, gespannt. Das war super. Ich bitte um Ablösung. Tschüss. Alles klar, Ralf. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Also war doch noch gut, dass wir nochmal mit der U96 nochmal ausgelaufen sind heute. Ich werde die Videos auch separat hochladen. Nordlaborator, den zweiten Teil, denke ich mal, werde ich morgen hochladen. Opa Hans hat ja schon gefragt. Der saß in seinem Wohnmobil und hat mir heute Morgen geschrieben. Ja, und schwupps. Schwupps war die Folge vorbei. Ja. Aber ich habe es ja selber so gemerkt, okay, wenn ich euch die über 2 Stunden hochlade auf YouTube, man schaut sich ja tatsächlich nur einen Teil an. Ich mache das ja immer jetzt, dass ich diese Timelinks reinmache, dass ihr einfach raufklicken müsst in der Beschreibung. Und dann habt ihr auch gleich ja, die 10, wo dann auch was passiert. Und so mache ich das dann tatsächlich jetzt auch. Und dann versuche ich die Videos alle immer so auf 1 Stunde zu lassen und sowas. Und dann passt das, glaube ich, auch. Ja, ist doch genug, das reicht noch. Feuer an Deck. Siehst du? Aber du hast recht, wir laden gleich nochmal nach. So, eigentlich ja noch gleich für die Mütze hier und dann soll das reichen. Aber wenn das so wellig ist, ist das schlimm, ne? Ist ja keine richtige Schusse mehr. Gut, der Cola geht unter. Sehr schön. So. Du hast vollkommen recht, wir müssen da noch was machen. Weißt du was? Und da macht er. Das mache ich selber. Das mache ich persönlich. Das mache ich persönlich mit meinen 3 Mann hier. Besetzen wir die 8-8er. Die pennen hier alle mit lustig rumgeballert. Hüllenbruch, sie sinken! Guck mal, Ralf. Ralf darf auch mal rauskommen, der darf mal ein bisschen luscheln hier. So, mal was trinken hier. Was bist du denn? Du bist ein Frachter, ne? Hoffentlich kein C3er. Ist Jan noch da? Nee, ne? Ich muss mal diese Nachricht, diese Steam Elements Nachricht rausnehmen. Wäre mir zu doof dafür.
So, da haben wir ein Schiffchen entdeckt. Alarm! Auf Kriegsstation! Ja, lohnt sich das? Wollen wir das noch kaputt schießen? Ja, komm. Kurs setzen. Herr Kaloy? Die machen wir weg Kurs hier. Auf diese Koordinaten setzen. Der Morpheus. Genau, Moral steigt wieder. Der Smutie ist wieder da. Genau, es wird noch mal ein bisschen Karten gespielt. Beutejagd machen wir jetzt. Sehr gut. Legen Sie den Kurs an. Wir werden auch nicht mehr gejagt. War schon dunkel, ne? So, dann holen wir es den Jungen mal. Legen Sie den Kurs an. Die Mannschaft ist schon wieder belastet und gestresst. Mann, 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 du, was habe ich da für Leute mit? Na, haben wir schon ein bisschen Schaden drauf gemacht hier. Jo. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber die Fehlingsfackel ist schon cool, ne? Aber irgendwie kriegt auch keinen Schaden drauf, wenn doch die 8 nachher kommt. Oh, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Na, hat Deckung gezeigt. Ist so richtig, ne? Ja, das finde ich so ein bisschen utopisch immer, ne? Denn wenn das Wasser komplett übergeht, wer kann sowas dann ab? Niemand. Aber ich glaube, der geht jetzt runter, oder? Ja. Den haben wir. Höhlenbruch, sie sinken. So, ab dafür in die Richtung jetzt hier. So, das können wir alles weglöschen. Aber da freue ich mich, dass wir doch noch heute ein bisschen was geschafft haben. Ne? Wir haben jetzt den einen Konvoi komplett aufgerieben. Wie schnell fährt er denn? 13 ist normaler Frachter. Gut. Dass wir mal die neue Mission gesehen haben, erstmal, um was es da überhaupt geht. Das war mir heute schon wichtig. Und dass wir dann hier mit der U96 heute noch gemacht haben hier. Flugzeugträger, Schwerenkreuzer, den Schwerenkreuzer tatsächlich mit einem Schuss komplett versenkt. Das war schon cool. Und was wir heute noch hatten, Shane, wenn du noch da bist, wir hatten jetzt tatsächlich heute das, dass wir zwei Torpedos hatten, die explodiert sind unterwegs. So, jetzt sind wir zu weit. Ich sehe das Ding gar nicht. Ach, da ist es, alles klar. Wir bewegen uns so schnell, da sind wir eigentlich schon in der Reichweite. Das ist gut. Interaktion, alles klar. Wir senden eine Delegation. Wobei, warte mal kurz. Ich möchte einmal kurz abspeichern. Ich hatte es tatsächlich letztens in meinem Spiel, das ich alleine gespielt habe, dass ich gerade in so einer Situation vom Flugzeug angegriffen worden bin. Und da habe ich keine Chance gehabt. So, wir schicken, ja, Ralf, Snake, da kurz ich rüber. Nochmal 6 Soldaten, nochmal Matrosen, Entschuldigung. Nein, wie das denn? Was denn, wie das denn? Entschuldigung, auf was war es jetzt bezogen? So, genau. Ist das neu? Das kenne ich so gar nicht.
Kennt ihr das so? Ich kenne das irgendwie immer ein bisschen anders, meine ich. Aber ich habe das mal nicht so in Erinnerung. Jetzt essen wir doch so eine schöne Suppe. Was gibt es denn Schönes? Am Bord der U. Ja, wie wird das überhaupt genannt? Sagt man 1016? Nee, sagt man 1016? Oder wie spricht man das denn aus, wenn das vierstellig ist? Ach, hier, guck mal. Hier ist auch die Zeitung. Was ist das hier? Der Stürmer? Nee, das ist das nicht. Da ist das. Die U-Boot-Waffe. Ich habe tatsächlich ganz viele Zeitungen von früher aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh, wie heißt das? Heißt das der Flieger? 10 Pfennig oder 30 Pfennig haben die damals gekostet. 30 Pfennig stand da immer noch drauf. Die U-Boot-Waffe. Ach, ist interessant. Cool. Gut, noch Offizier Snake, Kommandanten empfangen, übliche Gefälligkeiten. Genau. Ersatzteile übergeben natürlich. Und wir helfen natürlich gerne. Essen noch hier die leckere Suppe hier. Was gibt es denn da hier? Bohnen? Was sind das da drin? Dann sind das Karotten. Welt. Alarm! Auf Gefechtsstation! So, der kriegt einen Torpedo von uns rein hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. So, Maschinenstopp, Hauptruder auf Null. Ah, guck mal, reicht noch. So Befehl. 3 Stunden. Na, falsch. So, haben wir 88, die können wir schon mal eingeben. Und... Steuerung. Ziellösung. Ja, also ich bin ja auch im Spiel vertieft, bloß. Ah, ich weiß ja nicht. Ist auch jeder anders irgendwie davor, so, ne? Der Dufty, der ist dann komplett und dann liest er den Stream halt eine halbe Stunde später. Jeder, wie er kann und will. So. Ja, und das ist auch neu hier, ne? Wie ihr seht, das Menü hier, das haben sie auch neu gemacht. Jetzt hat man hier auch die Wassertropfen drauf. Wenn ich jetzt mal nochmal runtergehe, kann es mal kurz zeigen. Jetzt okay. Schön die Wasser. Ich finde, jetzt haben sie super gemacht. Das haben sie wirklich super gemacht. So, wo ist denn das Schiffchen? Da ist es. Moment, den Schiffstyp kennen wir doch hier. Meine Tower. Bekanntes Schiff. Noch. Dann nehmen wir die Geschwindigkeit jetzt rein. Aber wir sind gut in der Zeit. Gut, wir sind heute auch um 18 Uhr angefangen. Ich werde auch sehen, stream heute auch 2 Videos machen. Einmal den Gleitzug, der kommt zum Ende der Woche auf YouTube. Morgen, denke ich mal, wird erstmal der andere Teil von Nord Labrador kommen, die Rückfahrt. Genau, und das wird dann zum Wochenende kommen. Da habe ich wieder 4 neue Videos. So, das passt, das passt, das passt. Relativ ruhig, dann soll das auch passen hier. 3,1 Kilometer, können wir das so bestätigen? Nein. 2, wir lassen noch ein bisschen kommen hier. So. Ja, 1,7 machen wir. So, haben wir alles. Achso, wie tief ist das Schiff denn? Eine Tower hat einen Tiefgang von 7,40 Meter oder 30, was war das hier? Ne, 8,40 Meter. Genau, dann gehen wir auf 9 Meter. Rohr 1 bewässern!
Magnetischer Zünder. Rohr 1 bewässert. Bewässert, jo, Feuer. Los! Oh, warte mal. Das muss ich den Chat mal ganz kurz. Snake hat wieder irgendwie Party-Time heute. Der denkt schon wieder an Urlaub. Ist ja jedem das sein, ist noch immer etwas unpraktisch, wenn er deshalb nicht merkt, dass ihm das Boot unbemerkt abzäuft oder er wieder die Torpedo-Einstellung vergisst. Ja, aber so ist jeder anders, ne? Also ich sag mal, und trotzdem schauen die Leute ja gern Dufty zu. Wobei, was ich jetzt tatsächlich gemerkt habe, die Fanbase zum Stream für Spiele ist gerade für U-Boot auf YouTube deutlich besser als auf Twitch. Also wenn ich jetzt mal... Wenn ich jetzt bei Twitch mal reinschaue, es gibt ja tatsächlich so eine Rankings, wo du sehen kannst, wo stehe ich bei dem Spiel, bin ich, hört sich doof an, aber tatsächlich in Deutschland der größte Streamer, der auf Twitch U-Boot streamt regelmäßig. Also ist schon komisch. Auf YouTube wäre ich dagegen mit meinen Zahlen, die ich jetzt hätte, ein komplett kleines Licht. Auf Twitch ist das Spiel tatsächlich nicht so verbreitet. Und was ich noch ein bisschen bemängeln muss an Twitch, ich kann hier nur tatsächlich mit 6000 KBs hier Kilobyte Bitrate streamen. Auf YouTube habe ich, glaube ich, das Doppelte oder Dreifache. Dadurch sehen meine Videos auch mal relativ matschig auf, wenn ich sie hochlade. Das stört mich auch so ein bisschen. So wie der Alter daneben. Was? Da kommt er doch. Das war ein Volltreffer. Genau, und das ist so ein bisschen, das bemängel ich so ein bisschen auch an Twitch. Muss ich sagen, weil da hätten die Videos eine viel bessere Qualität, bis die Streams auch eine viel bessere Qualität, weil an meinen Rechnern liegt das definitiv hier nicht. Aber gut, ich hoffe, das reicht euch trotzdem. So, wir tauchen auf. Halbe Fahrt. Tauchen. Im Dienst. Das Schiff sinkt, wir tauchen auf. Rohr 1 geladen. Ja, und das ist lustig, ne? Also, gut, dafür gehen auf YouTube wiederum andere Spiele nicht, aber auf Dings, auf YouTube, da läuft das, ne? Und da freue ich mich auch für Dufty, dass es dann alles so gut läuft. Er hat auch eine super Community mit euch. Und ich bin ja froh, dass der ein oder andere von euch von YouTube auch mal hier auf Twitch rüberschaut. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute, die bei Dufty ab und zu reinschauen, natürlich auch bei mir mal reinschauen würden, weil dann hätte man natürlich hier auch eine gewisse Fanbase, wobei ich muss sagen, es ist stetig hier gewachsen. Man sieht das auch an den Zahlen. Wir haben jetzt immer so zwischen, ja, 15 Leute heute gehabt, 16 Leute. Ich glaube, der Schnitt wird nachher irgendwo bei 10, 11 liegen, also bin ich schon sehr zufrieden. So, sinkt das Schiff jetzt oder nicht? Und nee, da müssen wir nochmal nachlegen, ne? Morpheus. Jetzt mal die 8-8er. Und ja, da bin ich wirklich zufrieden mit. Also wie sich das auch entwickelt hat. Eigentlich hatte ich mir dieses Jahr auch als Ziel gesetzt, 150 oder 200 Follower zu bekommen. Jetzt bin ich mittlerweile schon bei 274, also da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich hoffe, dass von Dufty aus dem Spiel, aus dem Chat noch ein paar rüberkommen. Und das hier ein bisschen noch mehr beleben und dann bin ich auch sehr glücklich. Ja, ich bin jetzt schon glücklich. So, wie sieht es denn jetzt aus hier? Der erste Mann ist schon an der 8er. So, und jetzt kommt. Wo ist er denn? Da ist er. Der hat doch getroffen, ne? Feuer an Deck! Sehr schön. Das sollte reichen. Ja, mit Dufty ist das lustig. Ich schaue auch gerne mal rein. Meistens bin ich immer in Lurk und erzähle gar nichts, wenn er streamt. Ich setze immer nur meinen Daumen hoch. Der Daumen ist schon hoch, glaube ich, ne? Das sollte reichen. Das sollte reichen. Ja, das muss reichen.
Ich bin halt wie so froh, dass sich das alles, wie sich das alles entwickelt hat. Auch bei unserem 8-Stunden-Stream war für mich das erste Mal, dass ich dann so ein bisschen ein paar Videos reingespielt habe. Der Jimmy hat mir extra so eine schöne Maske zubereitet, dass das mit den Giveaways auch so gut funktioniert hat, dass der Jan mich da auch gut unterstützt hatte. Und ja, auch mit dem Bier-Tasting so gut. Man kann das vielleicht das nächste Mal ein bisschen anders aufbauen, aber ich fand das mit der Seite ganz cool und es hat Spaß gemacht halt. Genau, und unten ist er. Und unten ist er. Den haben wir auch. So, wie sieht's jetzt aus hier? Können wir unsere Route hier weiterfahren? Snake nimmt den Posten hier. Schiffsschrauben, Herr Kalle. Das ist ganz gut. Dann werden wir uns ungefähr hier postieren. Pass auf, das ist auch wieder so ein kleiner Pitche-Witchel hier. Nee, oh, endlich mal was Großes. Eine Liberty-Class. Sehr schön. Endlich mal was Größeres hier. So. Dann fahren wir ungefähr 900 Meter davon ab. Kilometer reicht auch. Kleine Fahrt. Hier machen wir schon mal die Tiefensteuerung. Da ist er. Da ist er. Sehr schön. Liberty Class. 7,20 Meter Tiefgang. Geschwindigkeit sollte 14 sein. Also es ruckelt teilweise immer, ne? Wobei die Grafikkarte hier bei 56% hier rumschlummert und die GPU bei 20%. Also das muss echt tatsächlich am Spiel liegen noch. Habt ihr das auch immer ab und zu, wenn ihr spielt? Oder merkt ihr das überhaupt im Stream? So, warte mal. Jetzt passt. Wie findet ihr überhaupt das jetzt hier? Diese neue Maske zum Einlesen der Torpedos etc. Das ist ein bisschen groß, ne? Der höchste Mast ist der hier vorne, das Chlor. So. 1,9 sagt er, das kann ja doch gar nicht passen, oder? Machen wir. Was hatten wir gesagt? 7,20 Meter hat die Liberty, ne? Oh nee, das ist so ein blöder Torpedo hier, der sich mit Pech dreht. So. Rohr 5 bewässert. Magnetisch, feuerfrei. Jo. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Kommt der Aal gleich an? Da ist er. Torpedoversager. Nein! Oh Gott, da ist er. Torpedoversager, alles klar. Dann machen wir es anders. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Rohr 5 geladen. So, Maschinenstopp. Dann müssen wir es anders machen. Rohr 2 bewässern. Torpedoversager. Oh Mann. Na ja gut.
Na gut. Rohr 2, fertig. Feuer. Na. Na, so. Los! Ich habe kein Bier mehr, Leute. Ich habe kein Bier mehr. Aber das, wie heißt das denn jetzt hier? Akobräu Moss. Ja, wenn es, das kann ich nur empfehlen. Mega lecker. Mega lecker. Nächsten Sonntag, ich glaube nächsten Sonntag, was ist nicht der Sonntag? Ist das der erste? Oder ist das der 31.? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Wann ist der nächste Sonntag? Meines, wisst ihr das? Vom Datum her. Am Montag ist jetzt der 27., 28., 29., 30., 31. Ja, alles klar. Sonntag wieder, 19.30 starten wir. Neues Bier, neues Glück. Und ich versuche schon mal ein kurzes Video für uns rauszusuchen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So, den Torpedo sehen wir jetzt nicht, weil das ein T3er ist. 10 Sekunden bis Einschlag. Ach, diese Wassereffekte sind cool. Feuer bricht aus, das ist schon mal gut. Ist auch ein relativ großes Feuer. Na, geht. Das ballt sich auch relativ schnell hinten aus. Das Schiff kriegt gleich Schlagseite. Warten wir mal ab. Genau, Sonntag. Nächsten Sonntag ist dann wieder regulär wie immer. 19.30 starten wir dann mit der U96. Dann schauen wir, was wir da machen. Aber so richtig hat er keinen bekommen hier, ne? Feuer ist auch schon wieder gelöscht. Wir können mal vorspulen. Hat natürlich jetzt einen Funkspruch. Ja. Der haut ab, der Junge. So, wir setzen nochmal Hermann hier dran, damit wir ein bisschen schneller fahren können. Und setzen da noch natürlich nochmal nach. Auftauchen werden wir nicht. Ich habe mich keine Lust auf seine Geschütze da. Das tut, glaube ich, ein bisschen weh. So. Genau, das muss ich dann nochmal in der Maske ändern, dass wir das nächste Mal dann Sonntag wieder regulär U-Boot spielen. Und dann bin mal gespannt, was die haben auch noch nicht gesagt, was jetzt mit dem nächsten Patch B132 kommen soll. Wobei sie gesagt haben, mit B131 sollen neue Typen kommen. Ich weiß nicht, ob sie damit jetzt einfach nur das Schiff meinten, die Zerstörerklasse, die 1934er Klasse. Oder wie auch immer, warum sie die so genannt haben. Oder ob da noch mehr kommt. Also schön wäre tatsächlich nochmal neue U-Boot-Typen, Prototypen etc. allgemein. Würde ich sehr begrüßen. So, warte mal. Und? 10 fährt er, alles klar. 10 fährt er. Die Entfernung ist 930. Das lassen wir so. Rohr 1 bewässern. Magnetisch, das lassen wir alles so. Jo. Aber wird noch ein T5er, der wäre sicher gewesen. Rohr 1 bewässert. Jo, Feuer. Los! Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ah, jetzt geht er auch in die Schlagseite. Guckt euch mal an. Feuer ist immer noch da. 20 Sekunden. Der Wassereffekt ist cool gemacht jetzt. 10 Sekunden bis Einschlag. Und komm. Jo, jetzt sollen wir ihn haben. Jetzt sollten wir ihn haben. Hm.
Genau, Schiff wird evakuiert. Ja, sehr gut. Den haben wir, Maness. Den haben wir. Wir tauchen auf. Bild eigentlich, ne? Eigentlich ein cooles Bild. So, mal auftauchen hier. So, den haben wir auch. Wir wechseln auf Dieselmotoren. So, wir pushen natürlich hier noch weiter. Wir haben noch 2-3 Torpedos. Die wollen wir noch mal am Mann bringen. Hauptruhe auf 0. Sonst fangen wir uns mit dem Schiff an zu drehen. Und jetzt Snorkel können wir rauslassen. Den Kompressor noch nicht. 21 Uhr. Zappenduster. Na, wir haben Mond. Vollmond. Das ist gut. Ja, fast Vollmond. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, alles klar. Da ist er. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ein Tanker. Ein englischer Tanker. Sehr gut. Müsste eine D-Klasse sein, ne? Jo. So, Tiefensteuerung, damit unser Aufbau nicht rausschauen. Und da haben wir die Gradzahl von 75. Geschwindigkeit müssen wir gleich nochmal einmessen, wenn das Schiff vorbeifährt. Wir werden jetzt mal ein kleines Stück nach vorne fahren. Schneller, schneller! So, stopp. Hier passt alles. Maschinen, Hauptruder ist auch auf 0. Wunderbar. Dann warten wir jetzt, bis das Schiff reinfährt hier. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt auf U-Boot, jeden Sonntag 19:30 könnt ihr gerne reinschauen. Hier wird auch noch zum Beispiel War Tales gestreamt und Skyrim, ab und zu New World noch. Seid ihr recht herzlich willkommen. So, da ist der Kutter. Links von uns war auch schon zu sehen. Da ist er. Ja, müsste eine D-Klasse sein. Hinten den lang, vorne in der Mitte. Die Aufbauten. Genau, hinten komplett lange. Die lange Brücke hier in der Mitte nochmal. Dann die beiden, Masten mit vorne raus schräg. Jo. Das ist natürlich nicht genau 11.900 Bruttoregistertonnen. Den Tiefgang wollte ich mir nochmal anschauen. Tiefgang. 8,46 Meter. Dann werden wir den Torpedo auf 9 Meter setzen. Dann passt das. Gut, Torpedo hat mir gesagt, was hat mir jetzt gesagt? Oh, jetzt habe ich es wieder vergessen. 9 Meter, ne? Jo. Ach,
die Entfernung noch, siehst du. Die Entfernung messe ich am liebsten mal hier. Das passt mich viel besser als darüber. 1,4 Kilometer nehmen wir. Und dann hoffen wir mal, dass der Ralf die Torpedo-Size hat. Jo, das sieht gut aus. Wir werden nochmal eine Dublette zünden. Ne, ein. Oh, das sind T5er. Den nehmen wir die nur. Rohr 4, bewässern! Magnetische Zünder auf 8 Meter, hat mir gesagt jetzt, ne? Rohr 4, fertig! Sollte passen. Feuer. Los! Das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Erfasste Daten überzielt zu 100%. Sehr gut. Das ist die neue Maske. Haben sie recht gemacht, muss ich sagen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Das 10 Sekunden bis. Außer wir wie ein Torpedoversager. Da haben wir schon ein paar Stück von gehabt. Wir explodieren sie unterwegs. Volltreppe. Den haben wir, ne? Jo, das war's. Schneller, schneller! Ein kleines Stück noch zurück, da kommt er. Alarm! Auf Gefechtsstation! Jo, nehmen wir den, ne? Den Tanker. So. Stopp. Schneller, schneller! Aber ich glaube, Leute, ich muss hier nach dem Stream nachher doch runter. Also Wortels wird heute, glaube ich, nichts mehr. Ich höre die ganze Zeit meinen Kleiner unten rein. Und da werde ich mich gleich mal dazugesellen. Mal gucken, was der Junge hat da, ne? Wer denn allgemein von euch im Stream Interesse an Wortels noch und Skyrim? Der kann man mal ein Plus machen. So, das haben wir, das haben wir. Ich nehme das schon mal 71. Dann ungefähre Entfernung, wenn er hier ist, ist 3,8 Kilometer. Das bin ich natürlich nicht herangefallen, Dussel. Aber ist egal, ist ein T5er, da stört das nicht. Und Geschwindigkeit hatten wir 21, ne? Einmessen müssen wir jetzt hier nicht, das ist ein guter, das ist ein T5er. Wir lassen ihn natürlich ein bisschen näher noch rankommen. Du wärst doch dabei. Ja, ich muss mal gucken. Ich höre die ganze Zeit immer Lütten und Wein. Die will ich jetzt nicht da auf Verdeih und Verderb. Allgemein mal wollte ich fragen, wen das Spiel interessiert, weil ich das ja sehr gerne streame. So, das haben wir. Rohr 5, bewässern. Magnetzünder. Rohr 5 bewässert. Beide lassen wir Aufschlagzünder. Feuer frei. Los! So. Ne, ich will doch mal gucken, was der Löder hat da unten. Der Bengel. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Mal gucken, was meine Frau geschrieben hat hier. Du bist immer dabei, Dark Putzig. Du bist immer dabei. Finde ich gut. Du bist auch, wir kennen uns schon so lange jetzt. Das finde ich echt gut. Also viele von euch. Snake ist ja auch mal da, aber dehnt sich ja zu 99,9% immer bei U-Boot. Ich glaube, Snake war auch noch bei keinem anderen Spiel dabei, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, Warclass ist das, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, welche Tankerklasse das ist hier. Die
Dieser Wassereffekt ist cool, ne? Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. 20 Sekunden. Genau, es war Class War Endo, ja. Das ist auch cool, ne? Diese Verdrängung vom Wasser haben sie echt gut gemacht. Und das ist, ich spiele das tatsächlich das Spiel nur auf hoch, ne? Also auf Ultra sieht das richtig gut aus. Momentan ist das, glaube ich, für ein 10er im Angebot. Jo, Volltreppe, sehr schön. Leider keine Explosion. Aber ich sehe, der geht gleich sofort runter. Leider keine Explosion. Dafür ist es doch der falsche Torpedo. Der setzt sich, das ist ein T5er, die setzen sich hinten, dort wo die Schraube kommt, hinten ran. Und knallen von hinten rauf und reißt hinten das ganze Heck eigentlich. Genau, den haben wir. Mit Mann und Maus versunken. Okay, meine Lieben. Das war's, ne? Ich glaube, wir haben alles, ne? Dann können wir jetzt Feindfahrt ausgeführt klicken. Ich glaube, wir haben auch alles. Ah nein, ich habe noch ein T5er gehabt. Hinten. Oh, shit. Oder vorne. Irgendwo hatte ich noch ein T5er, meine ich, gehabt. Im Dienst. Aber gut, ich denke mal, wir haben heute gut was mitgenommen. Wir waren jetzt auch fast 4,5 Stunden unterwegs. Haben die neue Mission heute gesehen. Begleitschutz oder Gleitschutz. Leider ohne Feindkontakt, aber ich denke mal, wenn man das nochmal spielt, hat man auch irgendwann den Feindkontakt. So, Ralf. Jo, Ralf hat Punkte bekommen heute. Deutsches Kreuz, Gold, das ist sein Weg. Wen haben wir denn noch hier? Snake. Ja, der krabbelt sich auch langsam hoch. Verbündetes U-Boot unterstützt. Sehr gut. Präsenz gezeigt. Dark Putzig. Ja, auch sehr gut. Der nähert sich auch. Wen haben wir hier? Morpheus. Ja, Tose Road, Tose Ritterkreuz. So. Beteiligung. Der hat auch viel gemacht heute, ne? Morpheus. Wie ist es mit mir? Oh. Ah, gut, da sind wir noch weit weg. Da sind wir noch weit. Da sind wir richtig weit weg. Aber wir haben heute gut Podoregesetoren gemacht. Also ich schätze mal, wir haben heute. Ah, gut, das Schlachtschiff zählt nicht mit, wollte ich gerade sagen. Der schwere Kreuzer und der Flugzeugträger zählt mit. Ich sag mal, wir haben 80.000 heute. 80.000. Ja. So, wir haben für Black Pit richtig was geschafft heute. Ja, doch keine 80.000. Ne? So, wir haben hier ein Schiff versetzt mit Rohstoffen. Dann haben wir einen Öltanker. Das sind schon mal 16.000. Dann so ein kleinen Putschel. Da auch noch, ne? 80.000 doch nicht. Nee, da waren zu viele kleine bei. Ah, ich sehe das gerade. Nein, das ist nicht gut. Nee, das wird gerade mal 50.000, 60.000. Ah, gut, hier haben wir nochmal zwei schwere gehabt. Da ein mit 11.000. Mit 6.000. Ich glaube, das letzte Schiff, ne? Ja. 61.000. Na gut, 61.000 ist auch gut. Wir haben noch einen Flugzeugträger gekillt. Wir haben noch eine Korvette gekillt. Blauer Klass. Kann ich gar nicht verändern. Wir haben ein Dido-Klassenkreuzer versenkt. Ein Tanker. Drei Tanker versenkt. Und Rest waren dann Frachter unterschiedlicher Klassen. Liberty-Class, NH1. Überhaupt keine Berechtigung zu fahren. ja, Empire-Klassen. Ja, ich würde mal sagen, gute Feindfahrt. Wolfshut hat sich nicht gelohnt, weil wir das vorher schon kaputt geschossen hatten. Und da fast nur Kriegsschiffe dabei waren. Klasse war tatsächlich richtig von der Einschätzung her zum Schluss. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich denke mal, trotzdem gute Feindfahrt.